Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von SFS Colony. Es ist eine Ewigkeit her. Wie ihr sehen könnt, die Welt wurde seit 334 Tagen ganz genau nicht mehr geöffnet. Und ich habe das mal ausgerechnet. Das war seit dem 14.12.2021 um 15.22 Uhr. Also eine Ewigkeit, ja. Also es sind im Grunde genau 11 Monate, was eine extrem, extrem lange Zeit her ist. Viele von euch kennen wahrscheinlich Mission Colony gar nicht. Und daher erkläre ich das einfach mal kurz. Im Grunde baue ich Kolonien auf. Auf dem Mond habe ich eine bereits gebaut, auf Mars habe ich eine gebaut und ich habe eigentlich auch schon begonnen mit einer Europa-Kolonie. Und wir verteilen uns damit quasi durch das gesamte Sonnensystem und bauen überall so ein paar Kolonien auf. Und das habe ich gemacht bis vor 11 Monaten, wo dann die 1.53 rauskam, die dann natürlich so Triebwerkssitze und Wiedereintrittseffekte hinzugefügt hat. Da musste ich eben meine ganzen Atlantis-Raketen quasi in die Tonne treten und neue Raketen entwickeln. Daraufhin habe ich die Avalon-Reihe erschaffen, bis dann die 1.54 kam, die dann wieder meine Raketen kaputt gemacht hat. Und jetzt habe ich natürlich die Avalon-B-Reihe. Und damit werden wir auch weitermachen und werden dann Europa kolonisieren. Und wir machen einfach mal weiter, wo wir angefangen haben. Wir werden aber jetzt nochmal schnell ganz kurz ein Quick Save machen. Denn es ist einige Version her, ja, also 1.53, das war, wie gesagt, 11 Monate her. Und es sind 5 große Versionen. Und da haben wir auch gerade unsere MS Colony im Hintergrund. Wir machen erstmal ein Quick Save. Und den nennen wir einfach mal Save. Das heißt, hier ist unser Ausgangspunkt in dieser Version. Und das ist super wichtig, dass wir das jetzt machen. Ich habe nämlich einen Test damit gemacht. Quasi, ich habe ein Backup gemacht. Und dann habe ich mir angeschaut, was hier so passieren kann. Nämlich, seht ihr das? Die Module meiner Kolonie fliegen jetzt einfach. In der Zwischenzeit hat sich nämlich die Oberfläche geändert und deshalb brauchen wir jetzt einfach mal Cheats. Es geht einfach nicht ohne. Wir machen die beiden an. Dann gehen wir mal hier hin. Und da haben wir die Mondkolonie, die ist, wie ihr seht, einige Meter, fast 100 Meter über der Oberfläche. Und wir machen das mal ganz kurz aus. So. Und dann, Moment, machen wir das wieder an. Heißt, wir schweben jetzt ganz sanft Richtung Boden mit 3,6 Meter pro Sekunde. Und da sind wir alle auf den Boden aufgekommen und da machen wir die Gravitation wieder an. Und damit steht hier alles. Ich mache noch einen neuen Quick Save. Wir müssen dasselbe beim Mars machen. Und mache ich mal Save 1. Dann gehen wir rüber zum Mars. Hier hat sich nichts verändert. Das ist sehr schön. Hat sich hier was geändert? Sieht nicht so aus. Alles in Ordnung. Na, da ist alles in Ordnung. Dann gehen wir zum Mars. Die sehen auch gut aus. Und tatsächlich haben wir die Kolonie auf Hellas Planitia gebaut. Und da werden wir jetzt auch mal hingehen. Wir machen wieder Gravitation aus. Wechseln mal dorthin. Beziehungsweise hierhin.
machen das mal kurz an. Und wieder Gravitation aus. Wir haben natürlich ein bisschen Luftwiderstand. Da werden wir ein bisschen noch fallen. Wir sind hier tatsächlich sehr weit über der Oberfläche. Was mir ein bisschen Sorgen bereitet, das könnte die ganzen Module durcheinander würfeln. Im Notfall müssen wir halt ein bisschen weiter cheaten, könnte man sagen, wo wir die dann umher bewegen. Ich gehe jetzt auf jeden Fall hier erstmal zum Treibstofftank, beziehungsweise zum Wassertank. Wir können die Zeit nicht beschleunigen, was ein bisschen schade ist. Aber hier haben wir auf jeden Fall den Wassertank und da oben fliegen die ganzen anderen Sachen hinterher. Hoffen wir mal, dass wir eine sanfte Landung haben. Okay, das lief gut. Müssen jetzt erstmal auf die anderen Module warten, dass sie auch runterkommen. So, da haben wir die Satellitenschüssel. Da haben wir unsere Windturbine. Ah, es leckt ein bisschen zu sehr, dass ich da hinwechseln kann. Unser Wassertank ist gerade abgehauen. Okay, machen wir es nochmal. Diesmal ohne Luftwiderstand. So, laden wir Safe 1. Dauert eine ganze Weile. Es sind nämlich überall auch eine ganze Menge Sachen. So, das haben wir. Wir gehen zu den Cheats und machen Luftwiderstand aus. Und dann versuchen wir das Ganze nochmal. Wir gehen zum Mars, fokussieren dann auf die Kolonie, wechseln mal dorthin, gehen wir wieder zum Wassertank. Ich würde sagen, wir speichern hier doch nochmal als Save 1 ab. Dann können wir es einfach von hier nochmal probieren. Da machen wir Gravitation wieder an und Gravitation wieder aus. Kann ich irgendwie cheaten? Nein, kann man nicht. Na, schade. Ich würde gern physische Beschleunigung haben, aber das Spiel will nicht. Wir haben hier auf jeden Fall eine sehr schöne flache Fläche, wo wir jetzt die Kolonie haben. Das gab es ja früher gar nicht. Diese ganzen speziellen Orte. Aber jetzt sind wir einfach auf Hellas Planitia. Auch ziemlich in der Nähe vom Gale-Krater. Und es ist auf jeden Fall schön, dass die Kolonie hier auf einer sehr, sehr flachen Fläche gelandet ist. Oder am Ende dann quasi durch Zufall hierher teleportiert wurde. Hier fliegt jetzt auch alles gleichmäßig, weil wir natürlich keine Atmosphäre haben. Da sehen wir den Boden. Wir haben noch 120 Meter, 100, 80, 60, 40, 20. Und da haben wir es. Moment. Okay, dann sollte jetzt alles auf dem Boden sein. Machen wir Gravitation wieder an. Und wir sind auf Hellas Planitia gelandet. Und ist alles gut. Heißt, wir speichern nochmal ab. Diesmal mit Save 2. So, und dann gehen wir rüber. Weit nach draußen zum Jupiter. Und schauen dort mal, was dort los ist. Wenn mich das Spiel auch lassen würde. Da haben wir noch den einen Satelliten, der ein bisschen stecken geblieben ist. Der hat nämlich keinen Treibstoff mehr. Oh. Das ist nicht gut.
würde ich sagen. Okay, da hat sich immens was verändert. Was ist das? Das ist unsere Raumstation. Und die ist gerade im Begriff, hier Europa zu verlassen. Speichern wir erstmal wieder als Save 2 ab. Und da werden wir jetzt tatsächlich die Save-Datei bearbeiten müssen. Und das muss ich dann außerhalb vom Spiel machen. Also bis. So, das hat gute 15 Minuten gedauert, aber wir haben jetzt hier unsere Raumstation wieder im alten Orbit von 30 Kilometern Höhe. Und die Sonde ist auch wieder auf der Oberfläche. Ich denke mal, hier weiter rechts von der Sonde ist es eigentlich relativ flach, nicht wie weiter links. Da werden wir dann wahrscheinlich die Kolonie aufbauen. Ich werde das jetzt hier nicht weiter bewegen. Wir lassen es einfach so und speichern das auch einfach nochmal ab. Und zwar als Save 3. So. Und damit sollten wir eigentlich alles wieder ins Reine gebracht haben. Und dann können wir jetzt wieder beginnen mit normalen Missionen. Also wir schalten wieder die Cheats an. Aber dann würde ich auch erstmal sagen, das war's mit der Folge. Ja, die Mission kommt heute noch raus. Keine Ahnung, in 10 Minuten, in 15 Minuten, heute auf jeden Fall noch, wenn ihr das Video seht. Ja, das war's mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr freut euch auf eine weitere Folge von Mission Colony. Und dann werden wir eben hier an unserer MS-Colony weiterbauen. Und zwar werden wir hier vorne vier weitere Module anfügen, womit wir dann eben die Hitze durch die Triebwerke quasi ausweichen können. Also, das war's. Das war's mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr wollt, dann lasst ein Like da und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss.